Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Buchvorstellung des Buches von Francis Collins, Meine Gene, mein Leben. Ein ganz wichtiger Hinweis vorweg, den Autor haben wir leider nicht hier. Dafür haben wir ein illustres Podium an Gästen, das ich Ihnen gleich vorstellen werde. Ich möchte beginnen mit Dr. Angela Lindner. Sie ist Vertreterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und ist dort Leiterin der Abteilung Gesundheitsforschung. Des Referats Gesundheitsforschung und die Projektleiterin des Wissenschaftsjahres 2011, das sich, so wie sie mir gerade noch sagte, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich mit dem Thema, worüber wir hier heute sprechen wollen, ganz intensiv befassen wird. Zu meiner Rechten möchte ich Veronika Hackenbroch begrüßen. Sie ist im Ressort Wissenschaft und Technik, so heißt es ganz genau, beim Spiegel und dort vor allen Dingen für Medizinthemen verantwortlich. Noch weiter zu meiner Rechten Professor Dr. Dingermann. Er kommt vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und last but not least Karl Gustav Werner. Er ist Vorstand der Stiftung Personalisierte Medizin. Ich möchte vielleicht noch kurz zum Ablauf vorweg. Ich würde gern ein kleines bisschen in das Buch von Francis Collins einführen. Als nächstes dann zu einer kleinen Fragerunde übergehen mit den Diskutanten hier auf dem Podium. Am Ende der Veranstaltung würden wir das Ganze natürlich auch gern öffnen für Ihre Fragen. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch von Francis Collins beginnen, indem er den Leser zurückversetzt ins Jahr 2001. Zu jener Zeit hat er einen Vortrag in Lyon gehalten und hat sich da mit prophetischen Gaben versucht. Er schreibt in seinem Buch, welche Vorhersagen machte ich nun? Hier sind die 6 Vorhersagen für das Jahr 2010. Erstens, für ein Dutzend Krankheiten stehen vorausschauende genetische Tests zur Verfügung. Zweitens, für mehrere dieser Krankheiten wird es Eingriffsmöglichkeiten geben, die das Risiko verringern, tatsächlich zu erkranken. Drittens, viele Ärzte und Kliniken werden damit beginnen, genetische Medizin zu betreiben. Viertens, Präimplantationsdiagnostik für befruchtete Eizellen wird weiterhin zur Verfügung stehen und ihre Grenzen werden Gegenstand erbitterter Debatten sein. Fünftens, in den USA wird es keine Benachteiligung aufgrund genetischer Merkmale geben. Sechstens, der Zugang zur genetischen Medizin wird weiterhin ungerecht verteilt sein, vor allem in den Entwicklungsländern. Mein Publikum, also das Publikum von 2001, hielt die Vorhersagen 1 bis 5 für zu gewagt. Es wurden zahlreiche Zweifel geäußert. Während ich jedoch diesen Text kurz vor dem Jahr 2010 niederschreibe, ist es durchaus gerechtfertigt, wenn ich feststelle, dass ich eigentlich zu konservativ war. Wenn ich vorhergesagt hätte, dass DNA-Tests für Privatkunden zu moderaten Preisen angeboten würden, hätte man mich wahrscheinlich von der Bühne gejagt. Francis Collins ist Kronzeuge einer Entwicklung in der Medizin, die man wohl wirklich als revolutionär bezeichnen muss. Er hat das Mammutunterfangen Human Genom Projekt jahrelang geleitet, in dem es um die vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms ging. Collins erzählt in seinem Buch von der Sprache des Lebens, so heißt das Buch auch im Original, im amerikanischen Original, die Gene sprechen. Mit ihrem Verständnis, mit dem Verständnis dessen, welche Erbkrankheiten uns betreffen können, was bei uns, wie man sprichwörtlich sagt, in den Genen liegt, kann die Medizin anders, besser, personalisierter heilen, so legt er nahe. In seinem Buch erzählt er von vielen Beispielen, in denen das gelungen ist, in denen seltene und schwere Krankheiten zumindest so weit zurückgedrängt werden konnten, dass sie den Patienten nicht mehr bedrohen. Mit aller Vorsicht geht er auch in dem Buch zu Werke, das muss man sagen. Es geht um genetische Fehler, um genetische Risikofaktoren, um Krankheiten des Genoms, wie Collins sagt, wie den Krebs, um die Verbindung von Genen und Infektionen,
um Gene und Gehirn, um Gene und Altern. Schließlich schreibt Collins, wie man richtig medikamentiert mit dem Wissen um seine Gene. Damit ist Collins sicher ein Visionär dieser Medizin und dieser Wissenschaft und ein Bannerträger der genetischen, der personalisierten Medizin. Aber er bettet alle seine Aussagen ethisch ein und zeigt die Grenzen dieses Ansatzes in der Medizin auf. Und er beschäftigt sich kritisch mit einigen Nutzungen der Industrie, wie den Genpatentierungen zum Beispiel. Patentlösungen gibt es nicht und der deutsche Untertitel des Buches scheint mir da auf jeden Fall passend zu sein. Wir sind auf dem Weg zur personalisierten Medizin und noch nicht in der personalisierten Medizin. Collins macht in seinem Buch aus dem interessierten Leser einen mündigen Patienten, der selbst entscheiden soll, wie er mit diesen Themen, wie er mit diesen Dingen umgeht. Ob er wirklich wissen will, wie hoch sein persönliches Risiko ist, zum Beispiel an Alzheimer zu erkranken, kann er selbst entscheiden. Das Verdienst des Buches, nach der Lektüre wird der Leser in jedem Fall besser in der Lage sein, eine solche Entscheidung zu treffen. Zuallererst würde ich von meinen Gästen hier auf dem Podium natürlich gern wissen, wie Sie das Buch Meine Gene, mein Leben gelesen haben und natürlich, wie Ihre Haltung zur personalisierten Medizin ist. Anfangen oder weitergeben würde ich die Frage gerne an Frau Lindner zunächst. Ups. Gut. Plötzlich. Plötzlich und unerwartet. Es geht los, es wird ernst. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hierher zu kommen. Tatsächlich ist das Ministerium für Bildung und Forschung im Bund beschäftigt es sich sehr intensiv mit diesem Thema und hat in seinem neuen Rahmenprogramm Gesundheitsforschung, das ist sozusagen so ein politisches Bekenntnis, Schwerpunktsetzung für die nächsten 8 Jahre, hat er es zu einem der 6 Förderschwerpunkte, Prioritäten gemacht. Und das geht auch schon auf sozusagen Überlegungen aus den Jahren davor. Ich habe gerade mal von meinen Kollegen ein Papier bekommen, da war ich da noch gar nicht, 2009, wo schon das erste Mal darauf hingewiesen wurde, hier kommt was, damit sollten wir uns befassen, das ist wichtig. Zu dem Buch, vielleicht, Gott, da ist einem viel zu eingefallen. Ich weiß, dass ich zuerst bei dem Titel einen kleinen Schreck gekriegt habe. Meine Gene, mein Leben, das ist ja irgendwie ein bisschen kurz gesprungen. Da fällt man schon gleich in den Bach. Aber man sieht schon in dem englischen Titel, den haben Sie auch gesagt, The Language of Life, das ist natürlich ja schon wieder fast langweilig, weil das haben wir ja schon alle vorher so gehört, dass die DNA nun vielleicht The Language of Life ist. Und wenn man das dann aber liest, sieht man doch, dass Collins die verschiedenen Aspekte, die es da gibt, aufgreift, beschreibt, auch die ethischen Aspekte. Einige Gedanken, die mir dazu gekommen sind, ist zum Beispiel, ist das sozusagen ein Paradigmenwechsel, es ist vielleicht auch ein bisschen die US-amerikanische Kultur, it's great, wonderful, change of paradigm. Ehrlich gesagt, nein, die Individualität des Menschen besonders wichtig zu nehmen und in den Mittelpunkt sozusagen unsere Wertekategorien zu stellen, das ist ja schon ganz alt, das ist ja nicht nur in unserer westlichen Kultur in unserer westlichen Kultur, ich kenne die anderen vielleicht nicht genug, aber es hat mir sogar noch ein Kollege zugeraunt, das schon Hippokrates, sagen wir mal frei übersetzt, gesagt hat, die Gesundheit eines Menschen ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen, heute würde man sagen, Veranlagung, Umwelt und Verhalten. Ich habe das Original leider nicht nochmal mitgebracht. Also ich würde mal sagen, nein, ein Paradigmenwechsel ist es nicht, wenn es die Betrachtung des Arztes, wenn es darum geht, wie der Arzt seinen Patienten sieht, wie wir glauben, dass wir mit den Patienten, mit kranken Menschen umzugehen haben. Dann könnte man sich noch vorstellen, es ist vielleicht ein Paradigmenwechsel für die Wissenschaftler, dass sie jetzt nicht mehr allgemein angehen, also sozusagen einen statistischen Durchschnitt annehmen, so ist der Mensch mal so durchschnittlich
Und dann machen wir da irgendwas, forschen wir, und was wir rauskriegen, gilt dann für alle. Da könnte man vielleicht glauben, dass das ein kleiner Paradigmenwechsel ist. Aber eigentlich auch nicht, würde ich sagen, sondern es ist wirklich eine Weiterentwicklung, eine tolle Methodik, ein schönes Instrumentarium, was sich da jetzt anbietet, mit dem man viel individueller sich ansehen kann, wie Krankheiten entstehen, wie sie sich entwickeln, auch wie Medikamente wirken, wie sich welche Therapien sich daraus ergeben, und das sozusagen viel noch mehr zugeschnitten auf den Einzelnen. Aber ich würde sagen, eben der Arzt hat das so schon bisher gesehen, und das ist eine schöne Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzugucken. Allerdings ergeben sich daraus auch wieder ganz viele Fragen, neue Fragen, alte Fragen, haben wir vorhin schon kurz auch im Vorgespräch gemerkt. Natürlich geht es darum, was macht der böse Arbeitgeber damit, was macht die böse Industrie damit, nein. Nimmt sie das überhaupt auf? Ist das interessant? Jetzt könnten wir ja denken, ach, das ist ja toll, da wird für jeden individuell ein Medikament hergestellt. Nee, so ist es natürlich dann eben doch nicht. Es ist ja doch gar nicht, es wird natürlich nicht individuell für mich ein Medikament erforscht, für Sie eins erforscht, sondern natürlich müssen wir doch ein bisschen in Gruppen denken, und so individuell ist es nun auch wieder nicht. Und auch wenn er da schreibt, in den USA sei es ja kein Nachteil, zum Beispiel auch in der Krankenversicherung, man würde da tatsächlich, gibt es wohl dieses Gesetz, dass man nicht aus der Krankenkasse ausscheiden kann. Aber das ist ja hier für uns vielleicht sowieso überhaupt gar keine Kategorie. Aber wenn es darum geht, welche Auswirkungen das auf die Kosten im Versorgungssystem hat oder auf meinen ganz persönlichen Beitrag bei der Krankenkasse, würde ich sagen, das ist das letzte Wort ja noch lange nicht gesprochen. Das ist auch gar nichts Schlimmes, das ist alles in Ordnung. Aber da kommen sozusagen, eine Tür geht zu, eine geht auf, die andere geht zu, es kommen neue Chancen, neue Möglichkeiten, und es kommen auch wieder neue Fragen, die wir dann wieder bedenken müssen. Und vielleicht noch zu allerletzt, ja genau, wir haben ja seit das BMBF seit gut 10 Jahren jedes Jahr ein Wissenschaftsjahr zu einem Thema. In diesem Jahr ist es das Thema Gesundheitsforschung. Und da haben wir natürlich den Ehrgeiz, Menschen stärker, die Bürgerinnen und Bürger stärker aufmerksam zu machen auf bestimmte Felder, auf Forschung überhaupt, welche Rolle spielt die in unserer Gesellschaft. Und natürlich ist es bei dem Thema Gesundheit so, da brauchen wir keinen mehr darauf aufmerksam zu machen. Das sind schon alle sehr interessiert, die Medien sind knallvoll. Ich weiß nicht, wie viele Titelgeschichten in diesem Jahr der Spiegel oder im letzten Jahr hatte zum Thema Gesundheit, sehr viele. Also das ist ja nichts mehr, wo wir um Sympathie werben müssen oder sagen müssen, das ist aber jetzt, wo wir immer hingucken müssen, da passiert was Wichtiges und so weiter. Gerade in diesem Jahr wollen wir deswegen besonders dazu anregen, und deswegen haben wir auch dieses Thema jetzt in der zweiten Hälfte nochmal aufgegriffen, zu diskutieren, Fragen zu stellen, sich einzumischen. Wir wollen auch ausdrücklich die kritischen, die schwierigen, die sensiblen Fragen nicht ausblenden, sogar selber die auf den Tisch legen und sagen, guckt mal, das und das und das ist auch dabei zu bedenken, nicht nur Forschung toll und wonderful und great und es ist überhaupt alles ganz großartig, sondern ja, nee, da kommen auch viele Fragen, die können die Wissenschaftler uns nicht beantworten, mit denen müssen wir uns alle zusammen beschäftigen, und ich glaube, dieses ist so ein Thema, wo die Öffentlichkeit noch ein bisschen auch Bedarf hat, um zu sagen, was ist das eigentlich, aber auch wirklich zu diskutieren und zu sagen, was machen wir jetzt daraus. Ja, dann würde ich die nächste Frage vielleicht an Professor Dingermann geben, wie vielleicht eine wissenschaftliche Perspektive darauf ist oder wie die Lehre sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dort annähert. Also wenn Sie mich fragen, wie ich das Buch sozusagen wahrgenommen habe zunächst einmal, ja, ich habe das Buch tatsächlich erst gelesen auf Initiative dieser Pressekonferenz hin. Wir hatten das Buch zwar, ich bin Chefredakteur von einigen Zeitschriften, von 3 Zeitschriften, unter anderem Pharmazie in unserer Zeit, und Frau Dr. Zündorf, die da sitzt, hatte dieses Buch sich längst besorgt, um es zu besprechen. Sie hat es dann auch gelesen, ich habe mir erzählen lassen, dass es sehr gut war. War dann aber gezwungen, es tatsächlich auch zu lesen, weil ich ja hier auf dem Podium sitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich finde das Buch ganz toll, muss ich sagen, und deshalb ein Déjà-vu-Erlebnis,
weil ich mein Genom genauso bestimmt habe, wie er es da gemacht hat. Und vieles, was Sie gesagt haben, da muss ich vehement widersprechen. Und zwar deshalb, weil Sie das sagen, wie wir das generell tun, aus einer Beobachterposition heraus, und da kann ich das auch voll verstehen. Aber ich habe mein Genom sequenzieren lassen. Und zwar genauso. Und ich könnte Ihnen jetzt ohne Ende Beispiele sagen, wie ich von diesem Wissen persönlich profitiere. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass solche Bücher, wie Collins sie hier geschrieben hat, extrem wichtig sind. Deshalb, weil er sie so geschrieben hat, wie er sie geschrieben hat. Unglaublich exhibitionistisch, möchte ich fast sagen. Ja, er schreibt ja von sich selbst, von seiner eigenen Familie mit großen Problemen. Ja, da gibt es dieses Brustkrebskind in der Familie. Das ist ein Riesenproblem. Das legt er offen sozusagen. Er schreibt von Freunden. Zum Teil hat er die Namen verändert, aber es ist erstaunlich offen. Und das macht dieses Buch so ehrlich, weil er aufzeigt, wie wir tatsächlich heute mit diesem Wissen persönlich umgehen können. Natürlich haben wir, das wäre ja albern, wenn ich sagen würde, Ärzte haben nicht Patienten behandelt, sondern Krankheiten. Aber in der Tat haben sie bisher nur Krankheiten behandelt. Sie haben Patientenwissen, also wirklich genuines, persönliches Patientenwissen, sozusagen nicht in die Therapieentscheidung mit einbringen können, weil sie es nicht bestimmen konnten. Es war einfach technisch nicht möglich. Und das ist jetzt der Fall mit riesigen Konsequenzen. Also ich glaube, wir tendieren ja dazu, alles vorsichtig zu sagen, sage ich mal, ich auch. Ja, ich sage, ich finde das auch wichtig, ich bin mir auch meiner deutschen Abstammung und so weiter sehr wohl bewusst, dass das ein heikles Thema ist. Aber ich meine, wenn es um die Gesundheit geht, und darum geht es geht um nichts anderes, dann muss man ja auch mal den Mut haben, vorzupreschen und zu sagen, verdammt nochmal, jetzt lass uns mal diese ganzen Vorbehalte, das sind ja Floskeln, die da kommen, lass uns die mal zurückstecken und ganz einfach mal den Leuten sagen, was man mit einer solchen Methodik machen kann. Und wenn sie es wissen wollen, sage ich es ihnen. Ja? Was mich persönlich betrifft, wie mich das tatsächlich auch geprägt hat, wie ich heute weiß, mit bestimmten Situationen umzugehen, wenn ich in diese kommen sollte. Ich persönlich muss natürlich sagen, dass ich jetzt vielleicht unter diesem Aspekt nicht der Normalbürger bin, weil ich eben Molekularbiologe bin. Das ist für mich alles sehr leicht zu verstehen. Ja? Und ich würde auch nicht jedem raten, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt sein Genom bestimmen zu lassen, aber in bestimmten Bereichen wohl. Und ich glaube, die große Herausforderung wird sein, sozusagen zu reduzieren. Ja, wir können heute auf einen Chip mehr oder weniger alle Informationen draufpacken, die variabel ist. Ich habe heute Morgen davon gesprochen, dass es diese 12 Millionen variablen Positionen gibt. Davon muss man nur einen Bruchteil bestimmen, um über die restlichen auch Bescheid zu wissen. Das ist eine große Herausforderung, zu sagen, wir machen nicht das alles, sondern wir machen das, was im Moment auch tatsächlich mit Konsequenzen belegt. Ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, zu reduzieren. Und das tun viele Firmen in den USA nicht, die direkt an den Consumer gehen. Deshalb ist das auch ein bisschen problematisch, da nicht jeder mit diesen Informationen umgehen kann, sage ich jetzt mal, auch emotional umgehen kann. Aber für mich muss ich sagen, ist das so positiv, dass ich jetzt auch in dieser Runde einfach mal die Position einnehme und sage, wir müssen dafür kämpfen, dass diese Möglichkeiten tatsächlich Einzug halten in die Medizin. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß nicht, wer heute Morgen da war, ja, es ist fürchterlich, ja, wenn man sieht, wie Leute Bescheid wissen, die uns politisch vertreten auf der einen Seite und die gleichzeitig auch noch Arzt sind. Also.
Gehen wir mal kurz von den Politikern und den Ärzten weg und gehen zu den Journalisten, Frau Hackenbrock. Okay. hat, glaube ich, so habe ich es aus dem Vorgespräch entnommen, eine etwas andere Position. Und natürlich würde uns oder würde es mich jetzt sehr interessieren, wie Sie das Buch gelesen haben. Ich habe das Buch natürlich als Beobachterin gelesen, denn das ist ja mein Job als Journalistin. Und und als Beobachterin habe ich es ganz anders gesehen. Also ich muss sagen, für mich ist das Buch eigentlich der beste Beleg dafür, dass eine personalisierte Medizin auf einer breiten Basis, sagen wir mal, noch nicht funktioniert und es sie auch so schnell nicht geben wird. Also im Klappentext steht so schön, meine Gene, mein Leben steckt voller Hoffnung und Optimismus. Und für mich zeigen alle Beispiele im Buch eigentlich, dass es eine falsche Hoffnung und ein falscher Optimismus ist. Oder dass man sehr optimistisch sein muss, um die Tatsachen, die hier drin stecken, so zu interpretieren, wie es tut. Also ich glaube schon, ich behaupte mal, ich könnte dieses Buch in einer Woche umschreiben, ich müsste gar nicht so viel ändern und die also der Titel würde dann lauten, meine Gene, mein Leben, Fragezeichen, der Irrweg der personalisierten Medizin. Ich kann das kurz begründen. Das wäre schön. Also, es klafft eigentlich einfach ein riesiger Unterschied, wie jedem, der sich mit Genetik irgendwie auskennt, natürlich klar ist, zwischen den einfachen monogenetischen Erkrankungen oder irgendwie einfach erklärbaren Erkrankungen, ja, über die Collins lange sich auslässt, also Mukoviszidose, familiäres QT-Syndrom, Phenylketonurie, Progerie und so weiter, Chorea-Huntington. Da ist also wirklich weitestgehend ein Gen verändert. So. Das hat man ja, da war er ja auch dran beteiligt an vielen Projekten, das ist alles klar, da weiß man Bescheid. So. Und selbst da ist man ja in der Therapie überhaupt nicht weitergekommen. Da kann man PED machen und so weiter. Ja. Aber die Gentherapie, die große Hoffnung, die man da hatte, hat ja, das sage ich jetzt mal, kann man lange drüber diskutieren, aber für mich ist es so, hat bislang wirklich versagt. Und es gibt einige familiäre Krebssyndrome, BRCA1, Brustkrebs und so weiter, FAP, Lynch-Syndrom, schreibt er auch drüber, Dickdarmkrebs, Darmkrebssyndrome. Das ist sicherlich gut zu wissen, aber auch da sind, sagen wir mal, die therapeutischen Maßnahmen drastisch. Also ich finde es gut, dass es dann ein enges Vorsorgeprogramm gibt. Das bezahlen ja auch die deutschen Krankenkassen, soweit ich weiß, für die Frauen, die da positiv getestet wurden, mit Kernspinne und so weiter. Es wird ihnen empfohlen, sich die Eierstöcke ab einem gewissen Alter rausnehmen zu lassen und so weiter. Aber das sind sehr, sehr drastische Vorsorgemaßnahmen einfach. Ne? Ganz eng, aber das ist ja keine, wie soll ich sagen, das ist ja nicht das, was man sich jetzt vorstellt unter einer wunderbaren, schönen, individuellen Pille, die dann genau gegen diese genetische Mutation hilft. Und noch unsicherer oder allgemeiner wird es dann, tut mir leid, es war einfach so, als er dann zu seiner Sequenzierung kam. Ich bin sehr gespannt, was Sie darüber berichten werden. Da beschreibt er zum Beispiel, dass er jetzt weiß, dass er statt einem 23-prozentigen Diabetesrisiko ein 29-prozentiges Diabetesrisiko hat. Und wie sehr ihn das motiviert hätte, jetzt seine Ernährung umzustellen und Bewegung. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also so ein Ergebnis, das ist für mich kein Ergebnis. Ja. Und dann beschreibt er also, dass er jetzt weiß, dass er irgendwie ein besonderes Risiko für Glaukom hat und jetzt zur Vorsorge geht. Gut. Das ist aber immer nur im Vergleich zum Normalen. Was ist, wenn er jetzt diejenigen Risiken, die er ganz normal wie der andere hat, außer Acht lässt, ja, und sich dann nicht besonders drum kümmert und dann ausgerechnet da krank wird? Also das erscheint mir doch sehr allgemein zu sein und dann das Risiko irgendwie fremd zu gehen. Ja, da schreibt er nichts drüber. Er beschreibt aber, dass auch das bei diesen Tests bestimmt würde. Aber an mehreren Stellen des Buches stellt er fest, dass man das nicht so ernst zu nehmen habe, dieses Gen.
Also da ist er doch sehr, dann doch recht locker. Und bei Themen wie dann Depressionen und so weiter, da wird es dann natürlich vollkommen schwammig. Für mich ist ein ganz entscheidender Satz in dem Buch, und er ist nicht dumm. Also er ist wirklich schlau und das Buch ist lesenswert, muss ich sagen. Nein, absolut, absolut. Ein ganz entscheidender Satz steht für mich auf Seite 147. Da steht, bis auf wenige Ausnahmen ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemals irgendein genetischer Faktor gefunden wird, der ein ähnlich hohes Krebsrisiko mit sich bringt wie Zigarettenrauch. Also für mich ist schon die Frage, ob es nicht doch sinnvoller ist, in Raucherpräventionsprogramme zu investieren, in Ernährungs-, Bewegungsprogramme, da wirklich mal zu forschen, was man da machen kann, ja, bei Kindern vielleicht schon, als dass hinterher alle ihr Genom sequenzieren und sich so dann zu einer gesunden Lebensführung motivieren. Ja. Herr Werner, Sie setzen sich ein für die personalisierte Medizin. Wie haben Sie das Buch gelesen? Vielleicht erzählen Sie auch kurz, was Ihre Stiftung vorhat oder tut. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich der Normalbürger bin, wie Herr Dingermann hier das vorhin apostrophiert hat, aber ich bin zumindest kein Mediziner und in 8 Jahren waren wir Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss, die 3 Gründer, die Stiftung errichtet haben. Das heißt, wir haben Erfahrungen in der Patientenarbeit, in den gesundheitspolitischen Gremien hier in Deutschland. Zunächst mal zur personalisierten Medizin. Personalisierte Medizin hat es immer gegeben. Das ist eine klare Sache. Ein Arzt, der sich in früheren Zeiten nicht um die Person, um den einzelnen Patienten, der nicht im Mittelpunkt stand, wäre ein schlechter Arzt gewesen. Das heißt, personalisierte Medizin ist nichts Neues. Zunächst mal. Aber wir, und das ist die Motivation für die Gründung der Stiftung Personalisierte Medizin gewesen, sind der Meinung, mit dem, was man heute, wir haben das ja hier nicht definiert, ich glaube, wir haben hier einen sehr breiten Ansatz gehabt von personalisierter Medizin, ist eine sehr ernstzunehmende Option für eine Verbesserung der Heilungschancen von Schwerkranken, um dieses ein Beispiel zu sagen. Und das ist der Grund. Wir meinen, es ist eine sehr ernste und wir wollen das unterstützen. Da sind wir davon überzeugt und wir haben im Wissenschaftlichen Beirat, Herr Dingermann ist einer unserer Mitglieder im Wissenschaftlichen Beirat und auch im Versicherten- und Patientenbeirat. Wir haben also 2 Beiräte, die diese Arbeit der Stiftung begleiten, werden dabei sein, das weiterhin zu betreiben, wobei nicht nur der medizinische Aspekt bei uns eine Rolle spielt. Personalisierte Medizin, wie wir sie definieren und wenn ich sie eng definiere hier, dann ist das eine Verordnung einer Arzneimitteltherapie, der eine molekulare Diagnostik vorausgeht. Das ist die enge Definition der personalisierten Medizin und wir haben das ja hier sehr breit diskutiert. Ich würde mich gern auf diesen Punkt zunächst mal lieber begrenzen, weil das Sinn macht und weil wir auch hier dann bessere Ergebnisse erzielen können. Also für uns ist im Vordergrund der ersten 2 Jahre der Stiftungsarbeit dieser Bereich, was man verkürzt, auch im Buch von Collins, DXRX-Prinzip genannt hat, also molekulare Diagnostik, unter der folgt dann sowohl die Indikationsbestimmung als auch die Therapieauswahl, als auch häufig das Therapiemonitoring. Das ist zunächst mal für uns personalisierte Medizin. Bewusst definieren wir es so eng, um auch nicht hier in uferlose Diskussionen zu kommen. Nicht? Und das begrüßen wir und das unterstützen wir. Das ist gut. So, zum Buch. Ich meine, der Autor ist ja nun nicht irgendwer. Er hat 15 Jahre dieses Human-Genom-Projekt geleitet und er ist seit, 8 Jahren dann Chef der amerikanischen Bundesoberbehörde, der National Institutes of Health. 1 Milliarden, da träumt der deutsche Wissenschaftsminister davon, von diesem Milliardenforschungsprogramm. Das ist, glaube ich, das 10-fache, so ungefähr, wenn nicht noch mehr.
des Deutschen. Das ist ein Mann von hohem wissenschaftlichem Rang. Wenn ein solcher Mann ein solches Buch schreibt, dann ist das ernst zu nehmen zunächst mal. Das ist ganz klar. Gleichwohl ist das, haben wir uns überlegt, welche Zielgruppe hat das Buch, auch diese deutsche Übersetzung. Also es ist, ist es jetzt ausschließlich auf ein medizinisches Fachpublikum gerichtet, aber das ja offensichtlich nicht. Auch Collins hat das ja nicht vor. Der Aufbau des Buches zeigt ja, dass er das breit, eine ganz breite Zielgruppe ansteuert. Und da gibt es Dinge, die in Europa und auch in Deutschland natürlich noch nicht ausdiskutiert sind. Also zum Beispiel, er rückt den Patienten als Kunden in den Vordergrund. Das ist also ein hochkontroverses Thema. Nicht? Ist der Patient Kunde hauptsächlich, ist er, was man jetzt in den USA Direct to Consumer DTC, diese DTC-Welle, die wir jetzt in Amerika laufen haben, ich komme gerade aus Chicago, ich habe das dort miterlebt, das ist eine ganz große Welle, Direct-to-Consumer-Bewegung. Das heißt, hier wird tatsächlich der Arzt bewusst auch teilweise umgangen, auch aus Kostengründen natürlich. Nicht? Die Kostensituation ist in den USA nicht weniger dramatisch, als das in Deutschland ist. Wenn wir das mit Priorisierung schaffen jetzt in den nächsten 10 Jahren, wird das besser sein als diese andere. Also dieses Collins präferiert den Kunden. Das ist etwas, was wir kritisch sehen und was wir auch nicht nachvollziehen können. Das Zweite, worüber wir uns gewundert haben, dass der Chef einer der größten, also der staatlichen Gesundheitsoberbehörde, hier kommerzielle Unternehmen bewirbt. Das hat uns in Erstaunen versetzt. Ja, also es gibt 3 Unternehmen, die Genomsequenzen anbieten, der breiten Öffentlichkeit und auch ganz gute Geschäfte machen. Er bewirbt diese Unternehmen. Das wäre für einen, sagen wir mal, für den Leiter des PEI, des Paul-Ehrlich-Institutes oder des Robert-Koch-Institutes, wahrscheinlich dann der letzte Tag, bevor er beurlaubt würde, vorzeitig in Ruhestand geschickt würde. Wenn also hier private, ich glaube, also zumindest sind da noch etwas strengere Maßstäbe hier in Deutschland. Ich sehe, dass das vielleicht nicht so ist, aber jedenfalls ich habe da Bedenken, wenn jemand, dem ich muss einem Leiter einer staatlichen Gesundheitsbehörde ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, gerade als Patient. Ja? Und dann erwarte ich auch ein entsprechendes Verhalten. Das ist also etwas, und das ist hier, vermissen wir. Ein zweites, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, es ist sehr schön gegliedert, es sind diese 10 Kapitel und jedes dieser 10 Kapitel hat eine Handlungsanweisung für im Grunde den Verbraucher, für den Kunden. Hier sind viele Dinge, die wir also wahrscheinlich auch so nicht 1:1 übernehmen können. Und zwar, ich vermute, und was also bisher nicht ausdiskutiert ist, weder in den USA noch in Europa, ist, dass personalisierte Medizin wahrscheinlich die Rolle des Arztes und die Rolle des Patienten sehr stark verändern wird. Ja? Und nicht nur das, also die Rolle des Arztes als einzelner Person und des Patienten, sondern auch die Interaktion beider. Das Arzt-Patient-Verhältnis wird grundlegend verändert. Das vermuten wir. Weil auch dem Patienten kommt sehr viel mehr Verantwortung zu. Nicht? Das ist etwas, was ja auch die Kritiker wie Frau Kolleg, Frau Professor Kolleg in Hamburg und so weiter besonders hervorheben und was wir sehr ernst nehmen und was wir bearbeiten wollen. Das ist etwas, wo auch die Stiftung tätig sein will. Nicht wahr? Inwieweit wird das Verhältnis des Arztes und zum Patient verändert durch personalisierte Beziehungen und die beiden? Welche neue Rollenerwartungen, welche neue Rollen kommen auf diese beiden Personen zu? Das ist nicht ausreichend in dem Buch diskutiert und auch nicht, es kommt nur am Rande vor. Da gibt Collins auch keine Hinweise. Das ist der Kunde, den er da im Vordergrund, das ist der Grund. Nicht? Er schiebt den Kunden als, das ist unser Patient im Grunde, im Vordergrund. Wobei, sagen wir mal, wir in Deutschland, was ich zum Beispiel, also was die Stiftung und auch die mit ihr kooperierenden Patientenverbände zum Beispiel nicht so voll nachvollziehen. In Deutschland, wir können ja noch nicht mal eine Fachinformation lesen als Patienten. Das ist uns verboten. Ja? Wir müssen ja amerikanische Webseiten anklicken,
um die Fachinformation zu lesen über das Medikament, was wir verordnet bekommen. Collins geht nun den extrem anderen Weg. Der Patient soll jetzt sogar das Medikament mitsteuern, die Verordnung seines Medikamentes. Ja, ein Horrorvorschlag für jeden deutschen Arzt, würde ich mal sagen. Also wir müssen da noch sehr viel diskutieren, nicht wahr? Das Buch gibt, und insofern ist es sehr positiv, begrüße ich, dass der Verlag das herausgebracht hat. Es gibt eine Menge Diskussionsstoff und wir haben sehr viel zu tun, um dieses Buch zu verarbeiten und zu sehen, was müssen wir tun, wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, es ist eine neue Option, personalisierte Medizin, eine verbesserte Heilungschancen gibt, zumindest die Chance zu verbesserten Heilungschancen gibt. Wenn wir diese Überzeugung sind, müssen wir sehr viel tun noch. Das Buch gibt uns eine Menge an Vorlagen dazu. Und da würde ich dann gern noch mal zu Herrn Dingermann kommen, weil Sie haben es ja selbst schon angesprochen, Sie sind in dem Moment, wo Sie sich für diese Sequenzierung entschieden haben, ja dieser Patient. Also Sie haben sich das als Patient vorgenommen. Ein potenzieller Patient. Oder weil ich hoffentlich. Bin unglaublich gesund, ja. Genau, hoffentlich nicht Patient, aber eben als der Bürger oder als der mündige Patient. Vielleicht können Sie uns tatsächlich ja mal von Ihrer Erfahrung erzählen. Tatsächlich ist es in dem Buch so, wie Herr Werner gesagt hat, es wird sehr freimütig erzählt, wo man diese Informationen herbekommen kann. Und es gibt auch Beispiele aus Deutschland, wo sich Leute tatsächlich auch nach Amerika und an diese Institutionen gewandt haben. Und ein Beispiel haben wir hier. Genau. Also es gibt übrigens auch in Deutschland jetzt erste Möglichkeiten. Und wenn ich hier drüber Vorträge halte, dann werde ich auch regelmäßig gefragt, wo ich das habe machen lassen. Und deshalb fühle ich mich jetzt nicht als ein Werbeträger dieser Firma. Das muss ich auch mal sagen. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen überinterpretiert ist. Er sagt halt, wo man das machen lassen kann. Ich glaube nicht, dass er von diesen Firmen ein Honorar kriegt und deshalb Werber für diese Firmen ist. Ich glaube, es ist einfach eine Information, die die Leute auch einfordern, wenn davon gesprochen wird. Allein heute nach der Podiumsdiskussion habe ich, glaube ich, diese Website an 5 Leute gebracht. Und ich kriege definitiv kein Geld von denen, ja, sondern okay, konkrete Beispiele, weshalb das für mich ein wirklicher Mehrgewinn war. Zum Beispiel ein Beispiel, was Sie genannt haben, nämlich Typ-2-Diabetes. Sie sagen, Collins hat ein gesteigertes Risiko von 23% nach 27%. Das ist in der Tat nicht viel. Bei mir sieht das anders aus. Das Risiko in meiner Altersgruppe liegt in der Tat bei 23% in der Größenordnung. Das ist ein Risiko, muss man sagen. Wir können da ganz schwer mit umgehen. Auch ich kann da nicht gut mit umgehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also das nehme ich erstmal zur Kenntnis. Aber wenn ich dann sehe, in welchem Verhältnis steht jetzt mein Risiko dazu auf der Basis des aktuellen Wissens, das kann sich im Übrigen auch ändern, das muss man ganz klar sagen, dann ist dieses Risiko doppelt so hoch. Also mein Risiko ist 46%. Und natürlich sind das wissenschaftliche Methoden, mit denen diese Risiken ermittelt werden. Und meine Reaktion darauf war, mir vorzunehmen, keinen Typ-2-Diabetes zu kriegen. Und ich gehe jede Wette ein. Wer mit mir wetten will und Zeit hat und Lust hat, ich bleibe gerne in Kontakt mit ihm, ich werde keinen Typ-2-Diabetes kriegen. Gut. Dass Sie das schaffen. Ohne dieses Wissen. Aber Sie hätten mich vor 4 Jahren sehen sollen, dann da habe ich ganz anders ausgesehen. So, okay. Ja, das war die Konsequenz. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mit Turnschuhen angezogen, bin mal um den Block gerannt, habe schwer geatmet. Mittlerweile laufe ich 150 Kilometer im Monat und ich achte auch auf mein Gewicht. Ich ziehe da absolute Konsequenzen draus. Vor allen Dingen auch in dem Wissen, und das muss man sagen, diese Firmen, das sind nicht einfach Firmen, die einem irgendwas in den Briefkasten werfen, verkaufen, sondern da werden wunderbare Informationen geliefert, das muss man wirklich sagen, in dem Wissen, dass für dieses Risiko beispielsweise der genetische Input nur 25% ist. 75% haben sie selbst in der Hand. Und trotzdem entwickeln so viele Leute Typ-2-Diabetes. Das ist eine Epidemie, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir werden uns doch wundern, was daraus wird. Und ich kann Ihnen sagen, dass das ein echter Motivationsschub war. Auch ich habe gewusst vorher,
dass Typ-2-Diabetes, ich sag mal, nicht unbedingt das ist, was man anstrebt im Alter, aber ich habe nicht darauf reagiert. Erst als mir klar wurde, das ist mein persönliches Risiko, habe ich ganz konsequent darauf reagiert. Das ist jetzt eine Sache, die ich persönlich eher ins zweite Glied stelle, weil Sie haben etwas darauf abgehoben, dass wir Krankheiten nicht heilen können und diese Sachen, ich glaube, darum geht es auch nicht. Es geht darum, auf der einen Seite Prävention zu machen und da wird viel zu wenig gemacht. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo man tatsächlich nichts machen kann. Ich habe zum Beispiel auch ein 30% erhöhtes Risiko an Prostatakrebs zu erkranken im Vergleich zum Durchschnitt. Das ignoriere ich ganz einfach, weil ich sehe keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu machen. Das habe ich mit dem Wissen und ohne dem Wissen, dann könnte man auch sagen, da kann man darauf verzichten. Und das genau meine ich, wenn ich sage, wir müssen hier, wenn wir das ernst nehmen wollen, für deutsche Verhältnisse auch reduzieren, dass wir solche Informationen rausnehmen. Und das tun tatsächlich die Firmen, die diese Sachen auch als DTC, Direct to Consumer, in Deutschland anbieten. Hier stellt beispielsweise ein Unternehmen auch aus, auch hier kriege ich kein Geld, nur damit das klar, damit ich hier nicht missverstanden werde. Ich will Ihnen aber ein anderes Beispiel sagen, wo die Sache ganz anders liegt. Und das ist im Wissen um den Umgang, den individuellen Umgang mit Arzneimitteln. Und wir haben, ich sage das, habe ich aber morgen gesagt, wir leben heute in einer Zeit, obwohl wir natürlich, der Arzt, die Ärztin mit einem Patienten spricht, sich um diese Patientin kümmert, eine Anamnese macht sich alles, aber wir leben heute in einer Zeit, wo wir in der Tat aufgrund der Systematik, wie heute Arzneimittel zulassen und eingesetzt werden, Krankheiten behandeln und nicht Patienten. Wir behandeln einen Hochdruck, wir behandeln ein Mammakarzinom, wir behandeln einen Tumor, ein Kolonkarzinom und so weiter und so weiter. Und das mit fatalen Konsequenzen. Ein Beispiel, was mich nicht so sehr tangiert, weil ich ein Mann bin, aber sehr wohl auch tangieren könnte, ist die sogenannte Chemoprophylaxe nach einem Mammakarzinom, nach einer OP eines Mammakarzinoms. Wenn heute Patientinnen einen bestimmten Tumortyp haben, und das haben die meisten, muss man sagen, Gott sei Dank, früher war das eine schlechte Prognose, heute ist das eine gute Prognose, die darauf, wo es ein Rezeptor gibt, der sozusagen das Wachstum dieser Zelle treibt, da können wir heute ein Medikament draufsetzen auf diesen Rezeptor und verhindern, dass der Ligand, das ist Östrogen, hier Resttumorzellen, die in diesem Organismus vorhanden geblieben sind, weiter antreibt. Ein wunderbares Medikament, ganz billig im Übrigen, aber dummerweise, und das weiß man noch gar nicht so lang, ein sogenanntes Prodrug, das heißt ein Medikament, das erst im Körper zur aktiven Substanz umgebaut wird. Und ungefähr 15, manche sagen 20% der kaukasischen Bevölkerung hier, also der weißen europäischen Bevölkerung, hat dieses Enzym nicht. Und da kann man sagen, diese Patientinnen werden nicht behandelt. Sie schlucken ein unwirksames Medikament, ohne es zu wissen. Der Arzt gibt genau die richtige Medizin, aber er ignoriert die individuelle Ausstattung. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern das ist getestet worden, gezeigt worden an Patientenmaterial in den USA. Eine große Studie, retrospektive Studie, daher gilt sie nicht unter dem Aspekt der evidenzbasierten Medizin, muss man auch sagen. Ja, hier wird sozusagen die Plausibilität an der Evidenzpforte abgehängt und man kann hier eindeutig zeigen, wie viel früher diese Patientinnen verstorben sind. Sie haben einfach nicht von diesem Medikament profitiert. Und um nochmal auf ein Medikament zu kommen, was mir nicht helfen wird, das ist eine Substanz, ein teures Medikament, das Sie bekommen, wenn Sie einen Stent geschoben bekommen, also nach einem Herzinfarkt oder sowas, wenn der Arzt so ein Drahtkäfig durch die Blutgefäße führt, um eine Verengung wieder zu erweitern. Und da besteht die Gefahr, dass sozusagen durch dieses Traktieren dieser Ader, ja, Sie können sich vorstellen, da wird so ein Käfig aufgeblasen, das setzt eine kleine Wunde, dass dann dadurch wieder ein Verschluss passiert. Und deshalb bekommen alle Patienten,
die so behandelt werden, alle bekommen ein Antithrombotikum, also ein Medikament, das verhindert, dass sich aufgrund der Therapie wieder ein Thrombus, also ein Gerinnsel bildet, was eigentlich die Ursache der Behandlung war, für die Behandlung war. Und dieses Medikament, was hier als Top-of-the-Line-Medikament gilt, kostet ungefähr 1000 Euro, also sicherlich kein billiges Medikament. Dieses Medikament vertrage ich nicht. Vertrage ich nicht unter dem Aspekt, nicht, dass mir schlecht wird oder irgend sowas, sondern ich habe, und das kann ich nachvollziehen aufgrund meiner Analyse, an dem Punkt, wo dieses Medikament sozusagen das Biomolekül attackiert, so wie es normal, habe ich eine Mutation, dass das Ding nicht dahin kommen kann. Ich bin Non-Responder auf der Basis der Pharmakodynamik. Das heißt, dieses Medikament kann bei mir nicht wirken. Das weiß der Arzt natürlich nicht, weil es wird nicht drauf getestet. Ich kriege dieses Medikament und begebe mich in echte Lebensgefahr aufgrund dieser Therapie. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir immer eine Alternative haben. Wir haben diesen großen Arzneimittelschatz. Und beispielsweise für mich, und da habe ich immer einen Zettel dabei, ja, wenn ich in die Situation komme, dann hoffe ich, dass der Arzt den auch lesen kann, ja, dass ich ganz gerne Aspirin hätte stattdessen, ja, das kostet nichts sozusagen, aber das tut bei mir einen wesentlich größeren Effekt als dieses Medikament. Das sind nur, ich könnte dranbleiben jetzt, aber Sie wollen auch noch andere Leute einbinden. Ja, ich würde natürlich gerne nochmal Frau Hackenbroch ansprechen. Ein starkes Thema in dem Buch ist ja auch dieser gesamte Bereich der Vererbung, Erbkrankheiten, Ähnliches. Ist das ein Bereich, wo Ihnen vielleicht dieses Konzept plausibler erschien? Und eine zweite Frage noch, ist das, würden Sie sagen oder könnten Sie sich vorstellen, dass dieser, ist eine Suggestivfrage, gebe ich zu, dieser ganze Prozess schon auch noch in der Entwicklung ist? Also das ist ja auch das, was Collins sicherlich nicht als abgeschlossen bezeichnet. Also können wir vielleicht doch irgendwann diese positiven Wirkungen erwarten? Okay. Zur zweiten Frage. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, immer. Ja. Ich will es nicht völlig ausschließen, aber für mich zeichnet sich dieser Weg im Moment noch nicht ab. Ganz klar. Was diese Erbkrankheiten angeht, die zählen ja, also was Sie gesagt haben, Herr Werner, nicht zu dem engeren Bereich der individualisierten oder personalisierten Medizin. Das ist ja eigentlich kommt zwar in dem Buch drin vor und passen natürlich auch da rein. Also klar, ich kann nur sagen, da sind natürlich schreckliche Familiengeschichten und so weiter, wenn man also dann plötzlich ein schwerstbehindertes Kind bekommt, ja. Und wenn also beide dann vorher ihr Genom sequenziert haben und das ist also irgendwie eine rezessiv vererbbare Krankheit und dann wissen sie vielleicht, okay, mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird unser Kind Mukoviszidose haben oder Mukopolysaccharidose oder was weiß ich. Gut, also bei den meisten ist das ja extrem unwahrscheinlich, sind ja auch seltene Erkrankungen. Ja, also wenn man das unbedingt wissen will und beide das machen wollen, dann ist immer noch die Frage, was mache ich da mit den 25%? Mache ich Schwangerschaft auf Probe und irgendwie treibt dann ab gegebenenfalls oder mache ich PID? Da steht man wieder vor neuen, ganz schwierigen Problemen. Heilen kann man das alles nicht. Ja. Oder mache ich es erstmal, zeuge ich erstmal fröhlich drauf los und habe vielleicht ohne jedes Problem mit 75%iger Wahrscheinlichkeit ein gesundes Kind, also gut, das muss man halt wissen, aber die Möglichkeiten gibt es natürlich, ja. Das muss jeder selbst wissen, also ganz ehrlich, ich habe zwei gesunde Kinder, toi, 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 jedenfalls gesund nach normalen Standards, also Genom noch nicht sequenziert, weiß ich nicht. Gut. Und Sie haben es auch nicht vor. Nein. Gut, also ja, ich wollte zu Ihnen noch was sagen, und zwar diesen Bereich, dass Sie sagen, wirkt ein Medikament oder nicht, das kommt ja auch in dem Buch drin vor, und das zählt ja immer noch nicht zu der ganz engen Definition von individualisierter Medizin, aber ich würde schon dazu zählen, und da muss ich sagen, das ist ein Bereich, wo ich durchaus eine Zukunft sehe, weil das halte ich absolut für machbar.
Ne? Also das, da wäre mir dumm zu sagen, das geht nicht. Also ja, das ist ja völlig klar, ne? das geht. Das finde ich sehr gut, dass Sie das sagen, trotz klar. Ihrer enormen Skepsis. Absolut, ja. Weil man muss eben auch aufpassen, ich sage Ihnen das Gleiche, ich meine, die ganz große Stärke dieser Technologie liegt in der Tat im Arzneimittelbereich, nicht im Krankheitsbereich. Also das will ich auch nochmal ganz klipp und klar sagen. Ja? Also die große Stärke liegt im Arzneimittelbereich. Und deshalb sind auch sind diese Tests eigentlich in Deutschland, sollten sie gemacht werden unter dem Aspekt der Arzneimitteltherapie und nicht der Diagnostik. Also Diagnostik können wir mit klassischen Methoden messen. Nicht immer, aber größtenteils. Das fand ich jetzt gut, dass Sie das gesagt haben. Ja. Nee, also er nennt ja auch einige Beispiele. Marco Mar zum Beispiel ja. Halte ich durchaus sehr für. Das ist ja sehr schwierig, da einige Patienten einzustellen mit diesem Blutverdünner. Und auch die Antidepressiva, ich meine, das ist wirklich schwierig und da kommen wir zusammen. Ja. Den ganz großen Bereich haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, also Krebstherapie vor allem. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gleich was zu sagen darf. Oder. Es klang, also ich hatte es vorhin in der Einführung natürlich erwähnt, dass das eines der zentralen Themen auch des Buches ist. Klar, machen Sie gerne einfach... Okay. Also ich glaube, Sie beide haben ja schon Herceptin genannt als großes. Das war morgen. Tamoxifen hatten Sie genau und viel Sie, billiger, glaube ich, aber schon. Ja, genau. Also was mir unheimlich wichtig ist und ich sehe da keine großen Fortschritte. Also für mich gibt es ein einziges Medikament. Das ist Gleevec bei der chronisch myeloischen Leukämie. Das wirkt, das hat wirklich einen Fortschritt gebracht, das ist für mich völlig klar. Aber daraus jetzt eine ganze neue Medizinrichtung ableiten zu wollen, halte ich für völlig übertrieben. Und die chronisch-myeloische Leukämie, da haben fast alle Patienten den gleichen, also dieses Philadelphia-Chromosom, den gleichen genetischen Schaden. Die Behandlung ist logisch, ja, und sie wirkt. Das ist ganz klar. Aber bei soliden Tumoren ist das für mich ein riesiger Unterschied. Und auch Herceptin ist für mich für einen kurzen Zeitraum ein gewisser Vorteil belegt. Aber schon jetzt diese längere Studie, das war ein Crossover-Design. Also die Patientinnen durften dann wechseln und das ist alles verwaschen. Da kann man nicht mehr groß was zu sagen. Also für einen kurzen Zeitraum ist ein kleiner Vorteil belegt. Aber schon bei Erbitux ist das nicht mehr signifikant. Das ist ein weiteres solcher Medikamente, die mit Test eben gegeben werden sollen. Und Iressa nennt Collins hier groß. Das ist in den USA gar nicht mehr zugelassen, weil das also bei den allgemeinen Patienten gar nicht mehr wirkt. Ja. Und also ist gar kein Vorteil zu sehen. Und er schreibt jetzt, ja, aber diejenigen mit einer bestimmten Mutation. Ich denke mal, er meinte diese EGFR-Mutation. Nee. Ja, ja, doch, ist EGFR. Und also die, für die gibt es doch einen Vorteil, aber das ist, also ich habe da, also er erwähnt eine Studie, dass 63% Ansprechrate, aber Ansprechrate, das ist so ein Wischiwaschi-Parameter, da ist für mich gar nichts bewiesen. Und also ich glaube, ich ziehe das jetzt mal vor, bevor da andere was zu sagen. Diese ganze, wie soll ich sagen, Vision, ja, wird missbraucht. Und zwar für ganz klare Marketingstrategien, nämlich Medikamente, die sonst keine Chance hätten, doch wieder irgendwie für diese kleine Gruppe in die Zulassung reinzuhieven. Und die wirken dann für diese kleine Gruppe überhaupt nicht besser als andere schlechte Medikamente für die große Gruppe. Man denkt ja immer, die wären irgendwie dann besser. Aber sind sie gar nicht unbedingt, die sind genauso schlecht, nur für die Allgemeinen würden sie gar nicht wirken. Und für eine kleine Gruppe mit dem Biomarker halt ein bisschen dann. Wenn sie tatsächlich besser wirken sollten, vielleicht, ja, könnte man das dann verwenden, um sie schneller in die First-Line-Therapie, also die erste Therapie zu ziehen oder irgendwie um mehr Geld zu verlangen, ja, Preis zu treiben. Also da
da fehlen mir wirklich noch die ganz klaren Studien, die sagen, okay, ein Medikament, das mit einem Biomarker zugelassen wurde, ist wirklich für diese eine Gruppe wirklich absolut deutlich besser, ja, als die anderen Medikamente, die halt ziemlich schlecht sind, die allgemein zugelassen worden sind. Das sehe ich noch nicht. Also 15 sind in der Pipeline ungefähr. Bin mal gespannt. Aber das sehe ich noch nicht. Frau Linder, ja. Von Ihnen wüsste ich gerne noch, vielleicht kann man das sogar in Ergänzung oder Fortführung des jetzt Gesagten machen, dass Bundesministerium scheint ja die Bedeutung der personalisierten Medizin, so wie Sie es vorhin auch erklärt haben, höher einzuschätzen. Also was haben Sie da vielleicht konkret vor? In welche Richtung wird es gehen? Vielleicht kann man auch etwas zur Gewichtung sozusagen sagen, dieses Themas. Ja, kann ich gerne noch mal was sagen. Ich freue mich, dass Sie das verstanden haben, weil Herr Dingermann das offenbar überhaupt nicht verstanden hat, dass ich vorhin damit angefangen habe zu sagen, dass das ein großer Schwerpunkt unserer Förderung sein wird. Und dass wir schon vor 3 Jahren uns mit diesem Thema befasst haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass jetzt noch intensiver anzugehen und die Chancen, die darin stecken, sozusagen uns genauer anzusehen. Also so dumm sind die Leute in der Politik ja auch nicht. Aber sie tragen natürlich auch eine große... Ich habe nicht die Politiker gemeint, was hinsichtlich der Entscheidung, sondern das war schon was anderes. Also gut, aber ich habe das auch gar nicht auf uns gemünzt. Also jedenfalls, ich könnte Ihnen das ein bisschen sagen, wir sind gerade dabei, uns sozusagen genauer auch zu überlegen, jeder spielt ja sozusagen als Förderer auch seine Rolle. In Deutschland wird ja Wissenschaft vor allen Dingen sozusagen aus den Reihen der Wissenschaft selbst heraus gefördert, durch die großen Einrichtungen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, wie die alle heißen. Das heißt, der Bund, der Staat gibt dort Geld hin und sagt, ihr habt die richtigen Kriterien, ihr selbst verteilt das Geld. Und das BMBF selbst hat dann noch einmal die Möglichkeit, über sogenannte Projektförderung, mit Projektfördermitteln, die machen relativ wenig, also es ist nicht viel Geld, aber es ist vielleicht klug eingesetzt Geld, was natürlich dort Forschung ermöglichen soll, wo sie vielleicht noch fehlt, wo was Neues in Gang gesetzt werden müsste, wo man auch noch vielleicht ein bisschen noch erprobt, was drin steckt. Und natürlich auch, dass man einfach sagt, hier kommt was, hier ist ein großer Trend, hier ist eine wichtige Entwicklung, die wollen wir mit anstoßen, und zwar an der Stelle, wo sie vielleicht sonst nicht so gut in Gang käme. Und da gibt es ja, und das geschieht auf Zeit, weil man dann natürlich hofft, entweder sieht man, ach, das war Quatsch, hat nichts gebracht, dann muss das auch mal möglich sein. Aber natürlich hoffen wir eigentlich, dass wir die richtigen Trends und die richtigen Entwicklungen sehen und dann das sozusagen von dem Forschungssystem selbst aufgenommen wird und in die normale, sozusagen in der Wissenschaft sich etabliert hat und dann dort weitergeht, dass die anderen Förderer, sozusagen so erstmal nochmal die Rollenverteilung. Und ja, genau, wir haben gesagt, die individualisierte Medizin ist eines von 6 Feldern, wo wir den Eindruck haben, da wollen wir nochmal einen besonderen Schub, eine besondere Aufmerksamkeit reinstecken. Ein anderes ganz wichtiges Feld, und hier sieht man auch, dass natürlich man es nicht so einzeln sehen kann, ist eben die Versorgungsforschung. Denn wir wollen oder sehen, dass immer, wenn man es dem Wissenschaftssystem, der Akademie sozusagen selbst überlässt, besteht eine große Begeisterung, was Neues zu finden und so weiter. Aber dann zum Schluss soll es ja auch zum Patienten kommen, soll es auch von den Firmen aufgegriffen werden, sollen auch Produkte entstehen und letzten Endes die Menschen davon profitieren. Und da gibt es ja die üblichen Felder, auf denen dann auch nicht so viel gemacht wird. Deswegen wollen wir also auch klinische Studien vor allen Dingen dann fördern. Wir wollen einmal ganz klar nochmal in der Grundlagenforschung, Entwicklung von Markern und so weiter nochmal weiter auch finanzieren und sagen, hier sind noch Optionen, hier sollte noch mehr geschehen. Dann eben in der klinischen Forschung, dann auch gemeinsam mit dem Versorgungssystem auf der einen Seite gucken, wo können wir jetzt das, was wir hier herausgefunden haben, auch bringen, wie können auch Krankenkassen nachher sozusagen das richtig aufnehmen oder wie kann das Versorgungssystem das aufnehmen, wie wird das auch in den Krankenhäusern dann genutzt. Da geht es ja auch nicht immer um ein Produkt im Sinne von einem Gerät, einer Pille oder einem Diagnostikum, einem Marker, sondern es geht ja auch manchmal einfach um neue Behandlungsmethoden, wie macht man das, dass der Arzt das dann auch wirklich anwendet, dass der Arzt auch in die Lage versetzt wird, das anzuwenden. Das ist ja, wenn man sich das mal einen Augenblick überlegt, wie könnte in 30 Jahren der Besuch bei einem Arzt aussehen,
Das versucht er ja hier auch ein bisschen aufzuzeigen. Dann ist der Arzt natürlich in genau das Patientenarztverhältnis. Das ist interessant, wie wird sich das wirklich entwickeln. Deswegen muss man sich damit auch, sollte man sich da jetzt auch schon mit befassen. Das ist eine tolle Idee. Und natürlich ist der Arzt in einer ganz anderen Weise gefordert. Man könnte ja jetzt denken, ach, das ist ja wunderbar, da steckt mein Gen da in so ein Gerät, ja, und dann macht das mal nach einer halben Stunde, zack, und dann sieht man, naja, die hat die und die Risiken, dann gibt es die und die Medikamente, die da bei der wirken oder nicht, und so wird es ja nicht sein. Also sämtliche Erkrankungen und sämtliche Medikamentenwirkungen potenziell und nicht und vielleicht doch nicht, das wäre ja vollkommen blöd, sondern der Arzt selbst muss natürlich auch hier wieder selektieren und muss natürlich Fachwissen mit sich bringen. Und das schreibt Herr Collins ja auch alles in seinem Buch, ganz richtig. Auch, und Sie sprechen das gerade an, so ganz einfach ist es eben auch nicht. Zum Beispiel, ich melde mich bei der Firma, sage, hier, bitte schön, hier einmal einen Tropfen Spucke, erzähl mal. Da sagen auch Sie, naja, vielleicht sollte man da auch nicht alles dann, ja, so, da frage ich schon so, wer entscheidet das eigentlich? Ja, wieso eigentlich nicht alles? Wissen Sie das? Weiß ich das? Selbst? Lassen wir nur das diagnostizieren, wo wir hinterher auch eine Therapiemöglichkeit haben und das andere nicht oder was? Also das sind natürlich auch alles Fragen, mit denen wir uns auch befassen müssen und wo auch so ein Ministerium seine Verantwortung dran sieht, auch diese Dinge schon jetzt mit in den Blick zu nehmen, nicht etwa um so ein Feld tot zu machen, zu sagen, Gott, das ist ja fürchterlich, sondern um sozusagen aus der reinen Begeisterung, und die ist natürlich wirklich, sieht man ja wirklich, das ist ja toll, was da als Option, jetzt zu sagen, jetzt kurz mal die Luft anhalten. Wie schaffen wir das, die Chancen, so viele wie möglich der Chancen zu nutzen und die Folgen, die wir vielleicht nicht so genau einschätzen können, zu diskutieren und deswegen auch das eben in der Öffentlichkeit genau zu informieren, worum geht es hier eigentlich, und nicht nur von den vielen tollen, schönen Chancen zu erzählen, sondern auch schon mal darüber zu sagen, na, überleg mal, also wir werden im Herbst eine Veranstaltung noch mindestens machen, eine Diskussionsveranstaltung, habe ich glaube ich eben schon gesagt, wo wir eben über die Verantwortung, die der einzelne Patient trägt und was die individualisierte Medizin da plötzlich mehr für Verantwortung überträgt. Genau, was passiert da eigentlich? Wollen wir das, soll ich die gesamte Verantwortung, sozusagen, ist mir die gesamte Verantwortung zu übertragen und inwieweit kann ich die nicht doch auch ein bisschen mittragen lassen von der Gemeinschaft? Also sozusagen, wenn man sagt, na, du hast den Test nicht gemacht, da hast du jetzt mal leider Pech gehabt, da kriegst du die Therapie auch nicht, oder wie wollen wir das, wie weit soll das gehen? Das sind ja auch Fragen, die dann auf uns zukommen. Das ist nichts Schlimmes, da sterben wir nicht, das kommt jetzt, das ist gut, aber das sind sozusagen die nächsten Schritte. Alles hat Chancen und wiederum neue Ideen, neue sozusagen Aspekte, auf die man jetzt gucken muss, die man vorher nicht geguckt hat. Vielleicht da auch nochmal zu Herrn Werner und den Ideen, weil Sie das Thema ja auch ansprachen, der Verantwortlichkeiten, auch der verschiedenen Rollen und der verschiedenen Player in dieser Geschichte. Und vielleicht könnten wir damit auch dann langsam aus dieser Runde hier aussteigen, weil die Zeit recht fortgeschritten ist. Ich würde dann als nächstes gern nochmal ins Publikum hinein fragen, ob es da Informationen und Fragen gibt. Ja, zwei Dinge würde ich noch gern anbringen. Das eine ist, klinische Studien zur personalisierten Medizin müssen sich natürlich wie generell der Frage stellen, was sagen Sie, welche Aussagen gibt es zu patientenrelevanten Endpunkten? Genau. Nicht wahr? Was hat das die Lebensqualität für den Patienten erfolge? Inwieweit können Krankheitslast gemindert werden? Und inwieweit gibt es Überlebensgewinn? Diese drei patientenrelevanten Endpunkte sind entscheidend für die Beurteilung der personalisierten Medizin. Wir haben also ganz klare Vorgaben. Nicht wahr? Und können, die brauchen hier gar nicht, das ist klar, und das ist für die Patientenseite ganz wichtig, dass wir uns darauf geeinigt haben, sowohl im SGB V als auch in der Verfahrensordnung des gemeinsamen Bundesausschusses ist das klar niedergelegt, und das ist voll im Interesse der Patienten gewesen. Und wir sind der Meinung, dass hier personalisierte Medizin sich dann bewähren muss. Aber noch etwas anderes möchte ich noch erwähnen. Personalisierte Medizin hat ja noch auch grundsätzlich Folgen. Es gibt einen Schlüsselsatz in dem Buch von Collins, der heißt, wir sind alle Mutanten.
Nicht, das ist eine Banalität vielleicht, gut, aber es zeigt doch, bisher hat die Differenz gesund-krank eine bestimmte Bedeutung gehabt. Niklas Luhmann hat dazu, ist sehr intelligent geschrieben, der Systemtheoretiker. Nicht, es gibt da einen bestimmten Code, gesund-krank, Symptome waren da, dann wurde behandelt. Jetzt gibt es weder den Gesunden noch den Kranken. Also auch hier wird personalisierte Medizin, wenn wir das so zum Nennwert nehmen, wir sind alle Mutanten, die Begrifflichkeit von Gesundsein und Kranksein grundsätzlich ändern. Auch das ist wichtig. Auch hier stehen wir am Anfang der Aufarbeitung dieses Problems. Und ich meine, dieser Schlüsselsatz, der ganz zu Anfang im Buch ausgesprochen wird, wir sind alle Mutanten, ist ganz wichtig, dass wir uns dann immer wieder vergegenwärtigen und sagen, welche Auswirkungen hat das auf unser Bewusstsein, krank oder gesund zu sein? Okay, vielen Dank schon mal an die Runde. Ich möchte Ihnen nochmal das Buch ans Herz legen. Wir haben dann auch ein paar Informationen ausgelegt. Das Buch ist bestellbar im gut sortierten Buchhandel. Ich danke ganz herzlich allen Diskutanten für die engagierte Diskussion. Ja, und wünsche noch einen schönen Tag. Thank you.